Hallo Leute und herzlich willkommen zum nächsten Kampf in der NPBL. Ich habe Eve jetzt gerade sehr, sehr lange warten lassen, weil ich irgendwie spontan noch auf Klo musste und dann hatte ich mein Team noch nicht bereit und ja. Deswegen, lass uns jetzt mal zusehen. So, er bringt hier interessante Pokémon mit und zwar Zapplerang. Das ist cool. Kein Uraufen hier, da freue ich mich sehr drüber. Dafür aber, war das gerade WhatsApp? Habe ich WhatsApp im Hintergrund auf? Ich weiß es nicht. Oh shit, Allah. Ich bin so unvorbereitet heute. Ja, Empoleon, Bisaflor, das war klar, dieses Duo. Zapplerang, Mimikma, Victini und Demetros. Also schon den Großteil der gefährlichsten Pokémon mit dabei. Ich weiß gar nicht, ob ich einfach auf Fanta gehen wollen würde, weil so schlecht wäre das grundsätzlich nicht. Es sei denn halt, er leadet auch mit seinem Demetros. Weil das könnte natürlich, also was heißt auch mit seinem Demetros, auch mit seinem potenziellen Tarnsteinleger, was sowohl Demetros als auch Empoleon sein könnte. Ha, weil gegen Demetros, wobei das Ding hat keinen Bedroher, das heißt wir könnten da zweimal mit einem Eissplitter guten Schaden machen. Ja, ich denke, ich werde einfach mit Fanta leaden. Ich denke schon. Ich denke, das machen wir einfach mal so. Ja, und heute ist nicht Guido mit dabei, sondern Gaudi, sein verschollener Bruder. Auch cool, oder? So. Schreiben wir uns mal die Pokémon des Gegners auf. Empoleon, Bisaflor, Zapplerang, Mimikma. Die haben irgendwie alle gleich viele Silben, oder? Victini. Okay, Victini auch, glaube ich. Ach, keine Ahnung. Worüber unterhalte ich mich hier überhaupt? Und Demetros noch. Demetros. Hä, die haben alle drei Silben. Empoleon. Ne, Empoleon. Okay, direkt hier. Alles klar, vergessen wir das und konzentrieren uns vielleicht einfach mal auf den Pokémon-Kampf, den letzten Kampf der NPBL-Season. Und ja, er hat Donphan predicted. Ich habe so oft schon nicht mehr mit Donphan geleadet. Mann, ist ätzend. Ja, okay, Bisaflor wird sehr wahrscheinlich einfach auf den Gigasauger gehen und das gefällt mir nicht ganz so gut, weil, nee, nicht so. Aber wir haben halt Tutsasa als perfekten Switchen, von daher müssen wir da nicht großartig überlegen. Es sei denn natürlich, er predicted direkt, dass wir in Hutsasa rausgehen. Könnte er machen. Und dann könnte er direkt mit Victini leaden. Ja, oder was heißt leaden? Aber die Leads würden sich dann halt dahin verschieben. Das heißt, er kann uns auf jeden Fall, ja, so ein bisschen voraus sein. So, jetzt habe ich Eve gar nicht Good Luck vorher gewünscht. Ich wünsche dir nachträglich Good Luck, my friend, Alter. Es war alles gerade ein bisschen stressy bei mir. Ja, okay. Er hat auf jeden Fall gut predicted. Bringt ihm nur erst einmal nicht so viel. Es sei denn, er hat mit Bisaflor die ultimative Strategie gegen Hutsasa ausgearbeitet, aber ich glaube, die Pokémon nehmen sich einfach gegenseitig viel zu gut raus. Deswegen schauen wir erst einmal. Eve ist auf jeden Fall jemand, der sehr, sehr lange überlegt, was aber auch okay ist, denn, ja, dadurch hat er sich jetzt wirklich in den letzten Spieltagen ganz gut verbessert. Und ich bin sehr gespannt drauf auf dieses Duell, was auch beim letzten Mal schon nicht gerade unspannend war. So, Bisaflor megert sich, bleibt also drin und kommt da einfach der safe Gigasauger, damit er nicht overpredicted im ersten Zug. Könnte sein, würde uns nicht weiter stören. Es kommt einfach der Gigasauger. Von daher, ich habe kurz überlegt, ganz kurz habe ich überlegt, bleibe ich mit Donphan drin, aber er hat halt nichts zu verlieren, jetzt auf den Gigasauger zu drücken. So, jetzt ist halt das Ding, dass wir im Prinzip schon direkt diese Schachmatt-Situation haben. Und er könnte zu Empoleon rausgehen. Alles andere würde von einer Giftattacke getroffen werden. Aber Empoleon wäre nicht weiter schlimm. Wäre auf jeden Fall okay. Ich könnte auch auf den Schmarotzer gehen, wäre auch eine Möglichkeit. Aber den will ich, glaube ich, jetzt noch nicht offenbaren. Ich glaube, ich gehe einfach auf eine Matschbombe. Wenn Empoleon kommt, haben wir nichts zu verlieren. Okay, beide Matschbomben sich hier gegenseitig. Er macht gar nicht so wenig Schaden. Er wird vermutlich sogar mehr Schaden machen als wir, oder? Ja, ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir nicht sicher. Er kann sich auf jeden Fall besser heilen. Ha, 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 ha. Ja, auf Ramaidon zu kommen ist jetzt nicht so leicht, ne? Auf das Pokémon, was ganz gut Druck machen könnte. Ich glaube, ich gehe nochmal auf eine Matschbombe. Und er wird vermutlich auch einfach auf eine Matschbombe gehen. Das ist dann eine relative Patz-Situation, aber ich vermute fast, dass wir vorher raus switchen müssen. Er switcht raus, okay. Und geht auf Empoleon. Enel. Enel ist Zapplerang. Zapplerang frisst jetzt eine Matschbombe, wird wahrscheinlich die Offensivweste dann tragen, aber eine Vergiftung kann halt trotzdem kommen. Okay, soll da jetzt eine Feuerattacke kommen? Vermutlich, ne? Vermutlich. Hm. Heißt, Arcani wäre eine solide Möglichkeit, aber wenn das Ding speziell ist... Hm.
Wird der speziell angreifen? Er wird ja nicht auf den Donnerblitz gehen. Wenn, dann geht er auf eine Feuerattacke. Und meist... Also, Zapdragon konnte, glaube ich, auch die ganzen Schläge. Also Ableithieb, Feuerschlag und sowas. Kriegt Machiel zu viel Schaden dadurch? Vermutlich nicht. Ha. Aber Machiel jetzt schon wegzuwerfen, wäre natürlich mega dumm. 167 KP. Ich könnte auch jetzt schon rausgehen auf Akani. Ich glaube, ich gehe jetzt schon raus. Ja, doch, machen wir mal. Ich glaube, das ist erstmal ganz okay. Dann ist Machiel wieder fit. Und Kaiser bekommt jetzt hoffentlich nicht einen Donnerblitz und eine Donnerwelle ab. Müssen wir mal schauen, was da so kommen wird. Wir senken auf jeden Fall den Angriff und es kommt der Säurespeier. Okay, der senkt den die Spezialverteidigung um 2 Stufen. Oh, das ist gar nicht mal so schlecht. Das ist gar nicht mal so schlecht, wenn ich ehrlich bin. Ich denke mal, ich gehe jetzt wieder raus auf Huzasa. Weil jetzt überleben wir eine Feuerattacke auf jeden Fall und können potenziell vergiften. Weil Säurespeier ist schon eklig. Säurespeier ist schon richtig mies. Weil das können wir nicht immunisieren. Und jedes Mal, wenn wir rausswitchen, kann er im Prinzip mit Säurespeier unsere Spezialverteidigung direkt halbieren. Und das ist echt nicht cool, Mann. Aber okay, wir gehen mal auf Machiel raus. Was macht er? Er geht auch raus. Okay, auf wen? Nicht auf Bisaflor, oder? Auf Edward Newgate. Aha, das ist also Demeteros. Subi. Wir sollten aber auf jeden Fall überleben einen Angriff. Es kann natürlich sein, dass er jetzt auf den Abschlag geht. Nur ist das Problem, Abschlag kriegen wir halt mit niemandem wirklich gut resistet. Mit Jurani halbwegs, aber ich glaube, das möchte ich nicht. Will ich dann lieber die Offensivweste auf Machiel verlieren? Naja, im Prinzip, dadurch, dass wir auf eine HP Ice gehen, können wir sicherstellen, dass das Ding dann auf jeden Fall durch Dings down geht. Durch Voltenso. Und das ist, glaube ich, schon viel wert. Also es sei denn natürlich, er trägt den Wahlschall, dann könnte er outspeeden. Das kann sehr gut sein. Okay, er geht aber nur auf Erdbeben, das ist gut. Sollte nicht reichen, selbst mit Wahlband, glaube ich nicht. Alter, Crit. Eieieiei. Okay, er hatte keine Beere. Ja, aber der Crit ist jetzt schon hart. Der Crit ist sehr hart. Ich denke, wir gehen auf Fanta, weil Kaiser können wir da nicht reinstecken. Der ist sehr wahrscheinlich einfach Wahlband. Rainy Girl, Gaudi, es macht nur Fanta Sinn. Und dann mit dem Eisplitter halt finishen. Da müssen wir nicht überlegen, weil Huzasa jetzt wegzuwerfen, ist unklug. Ist unklug. Ich denke mal, dass es Wahlband-Schaden war. Wahlband-Volltreffer. Huiuiui. Ein Glück haben wir es physisch defensiv gespielt, Mann. Sonst wären wir einfach down gewesen. So, auch Fanta wird ganz gut Schaden bekommen. Aber vielleicht nicht ganz so krass. Ja, ist okay noch, ist okay. Er könnte uns jetzt auf jeden Fall rausnehmen. Ich denke, ich weiß nicht, ob der Eisplitter reicht. Ich kann es nicht hundertprozentig sagen. Aber ich denke mal schon. Es ist halt physisch, wir haben Expertengut und so noch drauf. Ja, doch, komm. Eisplitter muss reichen. Er geht aber raus. Okay. Auf Empoleon? Auf Ace. Okay. Ja, die Tarnsteine rauszubekommen, wäre schon ganz nett gewesen. Ja, Demeteros wird daher nachher nochmal einen Free-Angriff bekommen. So, und jetzt Victini, ja. Jetzt also Victini. Ja, ich weiß halt nicht, ob es physisch oder speziell ist. Und ich weiß auch nicht, ob es Delegator-Set ist oder whatever. Kein Plan. Aber ich denke, Kaiser ist erstmal eine solide Option, oder? Ich denke schon. Ja, wir gehen erstmal in Kaiser rein. Eieieiei. Demeteros, sehr krassen Schaden wieder in unser Team gerissen. Demeteros ist heftig einfach. Kehrtwende, okay, nice, perfekt. Dadurch bekommt er ein bisschen Boilhelm-Schaden, ist in Ordnung. Wir bekommen nahezu keinen Schaden. Er hat zwar die Switch-Advantage jetzt und kann er auf Demeteros gehen? Wahrscheinlich ja. Wahrscheinlich ja. Das ist nicht gut, weil wir haben keinen Switch-In mehr. Und er geht auf Edward Newgate. Und das macht er gut. Denn das Erdbeben pariert niemand mehr. Okay.
Ich bin mir halt immer noch nicht sicher, ob es Wahlband war. Vielleicht war es auch normaler Schaden. Weil es war mal ein Crit. Und dann mit Wahlschal oder so. Weil Wahlschal wäre kritisch. Ich glaube, dann hat er sogar schon fast gewonnen. Ja, Rainy Girl würde wahrscheinlich noch überleben. Naja. Jetzt ist die Frage, wen lassen wir sterben? Ich denke, Huzasa ist zu wertvoll. Huzasa kann halt nochmal back to life kommen. Fanta. Allein wegen dem Eisplitter halt echt noch gut. Wenn das Ding Wahlschal ist, dann haben wir sonst ein Problem. Das weiß ich nicht. Aber wen sollen wir sonst wegwerfen? Gaudi ist zu wichtig für Bisaflor. Rinnegirl. Ist nicht so krass wichtig. Ehrlich gesagt, glaube ich. Demetros, klar. Victini, ja. Geht aber. Aber werfe ich jetzt ein fittes Pokémon da rein? Ich glaube, ich werfe Donphan rein, oder? Dann nimmt er halt schon das erste Pokémon raus. Das ist halt ganz schlecht. Aber ja, vielleicht geht er auch nur auf Abschlag oder so. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Arcani ist noch zu wichtig. Gerade für Victini zum Beispiel. Ja, damit ist Fanta dann auch down. Das Demetros ist zu krank. Hoffen wir mal, dass es jetzt nicht den Wahlschall getragen hat. Weil dann haben wir ein Problem. Ja. Ist die Frage, Rinnegirl, überlebst du das? Du hast kein physisches Verteidigungsinvestment, aber der Angriff ist nicht, also ist nur normal effektiv. Deswegen solltest du das eigentlich überleben können. Eigentlich schon. Ich könnte jetzt natürlich auch in Jurani reingehen, aber wenn das Ding dann doch einen Wahlschall trägt, ist halt ungeil, ne? Also potenziell hat niemand anderes, also Victini könnte noch den Wahlschall tragen. Das ist möglich, da er auch direkt auf Kehrtwende gegangen ist, ist das nicht allzu abwegig. Und Demeteros das Wahlband? Ich könnte es probieren und auf Jurani gehen, das wäre aber mehr als riskant. Boah. Brauchen wir Jurani noch? Schon eigentlich, ne? Ja. Ah, Eve bringt uns in sehr große Schwierigkeiten. Ich weiß es nicht, Alter. Gehen wir Risiko. Es war das Wahlbandschaden. Das hat Maschil ziemlich down gehauen, ne? Boah, ich hab keinen Plan, Alter. Ich hab so keine Ahnung. Ich glaube, ich gehe auf Jurani. Und ich glaube, ich werde es bereuen. Wehe, du trägst den Wahlschall, Alter. Wehe. Aber jetzt habe ich mich dafür entschieden. Jetzt muss ich halt auch machen. Ich könnte jetzt zwar auf den Hitzekoller gehen oder so, weil er eventuell rausgeht. Aber ich glaube, ich drücke einfach auf die HP. Perfekt. Ich glaube, das war ein Fehler. Mit Jurani. Aber er drückt nicht sofort drauf. Das heißt, er überlegt. Denke ich mal, weil alles andere... Okay, er zieht zurück. Dann wird der, glaube ich, keinen Wahlschall tragen. So, und Enel kommt rein. Das ist okay. Das ist in Ordnung. Das Problem ist, er kann halt Demetros wieder gegen Arcani oder so einfach reinschicken und wieder Druck machen. Das ist halt das riesige Problem aktuell. Aber okay. So, Kraftreserve kommt. So, in Ordnung. Wollen wir vielleicht jetzt einfach mal ein bisschen Druck machen? Weil ich glaube, Enel kann nichts... Ja gut, Säurespeier ist halt speziell, ne? Donnerblitz wird er aber nicht einsetzen. Flammenwurf auch nicht. Das macht alles keinen Sinn. Man könnte halt versuchen, mit Voltwechsel auf Gaudi jetzt zu gehen. Das wäre halt eine Möglichkeit. Will ich das machen, ist die Frage. Mit Säurespeier wird er speziell halt sein. Und Gaudi tankt speziell nichts. 63er spezielle Verteidigung. Das ist niente. Aber wir könnten mega krass Druck damit machen. Und ich glaube, wir müssen jetzt irgendwie mal Druck machen. Also Voltwechsel ist klar. Das muss ich erstmal drücken. Jetzt ist halt nur die Frage. Gehe ich in Gaudi rein? Geht der wieder auf Säurespeier?
Was will er sonst machen? Bodenattacke kann das Ding nicht. HP Boden vielleicht. Das wird Gaudi mega wehtun. Aber Gaudi, du packst das, oder? Kommt jetzt nur ein Säurespeier wieder? Ich weiß es nicht. Ich könnte es jetzt voll verkacken, weil wir dann an dieser Floor nicht mehr vorbeikommen. Aber irgendwie habe ich Bock, riskant zu spielen. Vielleicht spiele ich mega dumm heute, aber ich habe irgendwie Bock gerade auf Risiko ein bisschen. Flammenwurf, okay. Resisten wir zumindest. Das ist okay. Das sollte nicht so krass viel machen. Solange es kein Burn gibt, natürlich. Okay. Ja, jetzt hat er... Ja, er hat Empoleon noch, was er da reinschicken kann, ne? Aber mit Kraftkoloss sollten wir Enel rausnehmen können. Und falls er jetzt auf Empoleon geht, weil Gesteinsattacke... Würde ich auf den Kraftkoloss einfach gehen, oder? Ich hoffe, dass der reicht. Weil wenn er nicht reicht, dann... Hälfte wird der machen, oder? Das Ding ist eher speziell defensiv, glaube ich. Ich predikte jetzt Empoleon. Er hat relativ... Teilweise relativ offensichtlich gewechselt, also gehe ich auf Kraftkoloss. Ich habe so das Gefühl, irgendwie wird dieser Kampf richtig kacke enden für uns. Außer es kommt jetzt Empoleon, dann wäre es natürlich super perfekt. Er kann keinen Steinhagel packen, das muss ihm eigentlich bewusst sein. Und Enel braucht er noch als spezielle Wall, finde ich. Er ruft zurück. Okay, dann ist schon mal egal, weil dann... Und es kommt Hard Pirate, das ist sein Dings, oder? Ja! Nice! Kraftkoloss kann ich missen, ne? Nice, Leute! Ja! Sehr gut! Gaudi! Okay, wunderbar! Eine Prediction, die aufgegangen ist. Oh nein, jetzt kommt Demetros. Fuck it. Ja, Demetros ist so das riesige Problem einfach in seinem Team. Können wir nix. Nix. Ah, ätzend. Also er muss ja nicht überlegen, denke ich. Außer er weiß nicht, wie wir spielen. Wenn er denkt, wir spielen es mit Lebenorb, naja, dann kann er uns auch mit Erdbeben rausnehmen. Nee. Einfach Demetros rein und damit macht er zu krassen Druck. Ich hoffe auf Bisaflor oder so, weil... Hutsasa, ne, und so. Aber es wird Demeteros sein. Und da weiß ich nicht so genau, was wir dagegen machen sollen. Ehrlich gesagt nicht wirklich. Was haben wir denn noch zum Opfern? Wir haben Hutsasa... Ist halt unser Safe-Switch in den Bisaflor. Es ist so ätzend. Ich wünschte, ich hätte die Tarnsteine irgendwie draußen. Wäre vielleicht doch letztendlich sinnvoller gewesen, die rauszuhauen und sich vom Bisaflor treffen zu lassen. Aber ja, dann hätte er die vermutlich auch schon weggemacht. Ja, jetzt kann er wieder auf Erdbeben drücken. Es ist so krass. Maschild könnte das halt tanken. Zumindest einmal. Aber es ist halt zu angeschlagen. Ja, Zaplarang, Mimikma, Victini und Demetros. Victini. Ich glaube, Victini kriegt Kaiser ganz gut in den Griff. Mimikma dürfte Kaiser auch ganz gut in den Griff bekommen. Zaplarang ist fast down. Für Bisaflor brauchen wir Gaudi. Das heißt, ich glaube, wir brauchen echt Primarien halt nicht so wirklich. Ja, müssen wir halt machen. Ist halt mega kacke. Mega kacke. Aber mir fällt keine andere Möglichkeit ein. Von daher, Rinny Girl, du bist leider dieses Mal nur ein Opfer. Leider ja. Dieses Demeteros ist zu krank. Wir leben noch. Okay. Vielleicht hat er jetzt Angst vor der Sturzbach-Wasserdüse. Kann ja sein. Kann ja sein. Für den Fall wird er dann auf ein Bisaflor gehen, denke ich. Und deswegen drücke ich die Psychokinese. Wir werden aber sehr wahrscheinlich einfach sterben. Außer er ist sich nicht sicher, wer schneller ist, aber... Er ruft tatsächlich zurück. Und er geht in Bisaflor. Alter. Er hat Angst vor der Wasserdüse. Rainy Girl, doch kein Opfer. So, und jetzt können wir Rainy Girl sogar nochmal saven. Und ich weiß nicht, ob er die Synthese spielt.
Das weiß ich nicht. Aber Rainy Girl lebt noch. Erstaunlicherweise. Ja. Jetzt ist nur die Frage, ich würde sagen, man Shield jetzt mal ein bisschen wieder auf Vordermann bringen, oder? Kann zwar nichts gegen God Lizard machen, aber sofern das halt Synthese hat, ist sowieso egal, auf wen wir jetzt gehen. Ne, weil niemand kann das Ding rausnehmen. Gaudi vielleicht gerade so mit dem Kopfstoß, aber unsicher. Deswegen ist eigentlich egal. Wenn er Egelsamen oder so oder Gigasauger jetzt einsetzt, dann ist Huzzasa halt perfekt. Um God Lizard jetzt hier gefährlich zu werden. Und vor allem kriegen wir dann einmal wieder Belebekraft vielleicht raus und können Maschiel wieder zurückkommen. Er setzt den Gigasauger an. Okay. So. Jetzt ist die Frage, ob wir direkt wieder rausgehen, um Huzzasa wieder fit zu kriegen. Wäre eine Möglichkeit. Oder, ja, ich weiß gar nicht, wer dieses Duell jetzt letztendlich gewinnen wird. Ich glaube, ich drücke einmal auf eine Matschbombe auf jeden Fall. Einmal ja. Um einfach zu gucken. Weil er nimmt uns mit einer Matschbombe nicht raus. 77, er macht, würde uns auf jeden Fall jetzt rausnehmen können. So, okay. God Lizard ist fast down. Fast. Jetzt ist klar, dass wir es entweder, Maschild entweder down gehen lassen müssen. Oder, dass wir rausgehen. Wenn wir rausgehen, könnte er auch einfach auf, ja eigentlich, nee, eigentlich wird er schon Matschbombe einsetzen, denke ich. Einfach nur für den Fall, dass wir drin bleiben. Kann er sich nicht erlauben, auf Gigasauger zu gehen. Vor allem, weil er halt alle auch sehr gut trifft. Mit der Matschbombe. Ja. Ha. Einzig Rainy Girl ist nicht schneller als God Lizard, ne? Das heißt, wir könnten Bisaflor auch so angeschlagen lassen. Und uns von und uns jetzt töten lassen mit Maschild. Bei Maschild brauchen wir für niemanden so richtig mehr. Demetros, da müssten wir so oft noch mit die Belebekraft rausholen. Victini trifft sehr effektiv. Mimikma haben wir halt Arcani. Ich lasse mal Shield einfach sterben hier. Vielleicht geht er auf den Gigasauger, kann ja auch passieren. Und dann wäre das doch sehr schön. Und wenn nicht, dann können wir danach zum Angriff ansetzen. Er geht auf die Matschbombe, nimmt mal Shield raus. Okay, ist in Ordnung. Nicht schön, aber in Ordnung. Schade, kein Kill für mal Shield heute. So. Gehen wir jetzt wieder auf Gaudi und den Steinhagel. Weil damit nehmen wir Bisaflor raus. Wir nehmen Victini raus. Es sei denn, es hat einen Wahlschall, dann wird es gefährlich. Wir nehmen Demeteros, glaube ich, raus. Ich glaube, Gaudi wäre jetzt echt nicht schlecht. Oder halt Jurani. Aber Kaiser ist keine Option und Rainy Girl auch nicht, weil danach kann Demeteros reinkommen. Deswegen Gaudi oder Jurani. Und mit Gaudi machen wir eigentlich sehr guten Druck. Eigentlich schon. Und Gaudi brauchen wir jetzt vor allem auch nicht mehr so zwingend. Ist noch gut, sollten wir jetzt nicht auch noch wegwerfen. Wir haben schon genug Verluste. Aber es ist okay. Und gegen Jurani wird halt einfach wieder Zaplarang reinkommen. Oder wir gehen auf Jurani und drücken den Hitzekoller, weil Zaplarang können wir dadurch eventuell auch schon rausnehmen. Weil Victini mit Wahlschal wäre kritisch gegen Gaudi. Wobei, dann können wir einfach auf Dings gehen. Dann können wir einfach auf Kaiser gehen. Ich gehe auf Gaudi. Ich switche auf Gaudi aus. Kann natürlich passieren, dass Steinhagel jetzt misst oder so. Wäre mega bitter. Aber passt schon. Von daher drücke ich jetzt den Steinhagel und entweder geht Bisaflor down oder eines seiner anderen Pokémon oder Mimikma verliert seinen Kostümspuk, was auch okay wäre. Von daher gehen wir auf Steinhagel. Er bleibt drin, Steinhagel trifft, damit ist Bisaflor ebenfalls eliminiert. Ja. So, wer kommt jetzt? Eigentlich, wenn Victini kommt, wissen wir, das Ding hat einen Wahlschall. Wenn Mimikma kommt, dann wissen wir nichts. Enel. Er überlebt. Das überlebt kein Steinhagel. Never. Also so viel Vertrauen habe ich in Gaudi. Ich gehe auf Steinhagel. Nicht, dass das Ding nachher Wahlschall hat. Aber, nee, eigentlich nicht. Ich glaube, das hat schon Moves geswitcht. Ich weiß nicht. Steinhagel kommt, Steinhagel trifft und das sollte es mit Enel gewesen sein. Unterschätze kein Ramaidon.
das war's mit Zaplarang. Das war ein Fehler von Eve. Bis hierhin gut gespielt, aber jetzt einmal den Fehler gemacht. Und damit der dritte Kill für Ramaidon. Hat sich scheinbar gelohnt, das mitzunehmen, erst einmal. So, Mimikma muss kommen. Newgate kommt. Aber das hätte er eben schon reingeschickt, wenn es einen Walschall gehabt hätte. Es hat keinen Walschall. Und wenn es einen Walschall hat, dann sind wir eh tot. Also so gut. Ja doch, wir sind dann tot. Ziemlich sicher. Also, sehe ich nicht ein. Steinhagel. Sollte auch gegen Newgate reichen. Ja. Einfach Mimikma rein. Einfach Mimikma rein und ich hätte rausgehen müssen. Und dadurch hat Eve jetzt zwei wichtige Pokémon verloren. Er hat das ganze Spiel jetzt weggeworfen gerade. Ja, jetzt kommt Mimikma. Da muss ich rausgehen. Weil das könnte mich besiegen. Da gehen wir auf Kaiser jetzt raus. Das ist ja auch erstmal klar. Hui. Da hat Eve aber plötzlich Mist gebaut, würde ich sagen. Ich glaube, er hat Ramaidon echt unterschätzt. Ramaidon hat 4 Kills geholt gerade. Not bad, not bad. Okay, was kommt? Knuddler. Ja, nichts effektiv. Bollenhelmschaden, also auch der potenzielle Fokusgurt, den er sehr gerne spielt, weg. Es sei denn, er spielt Lebenorb. Dann bekommt er aber noch mehr Schaden. Nein, spielt er erstmal nicht. So, er hat jetzt noch Victini. Ich würde sagen, wir gehen einfach auf den Knirscher, weil damit treffen wir auch Victini sehr effektiv. Weil das könnte jetzt ein potenzieller Wechsel sein, weil er Angst vor dem Irrlicht hat. Richtig. Von daher auch hier nicht optimal. Zumal Victini, glaube ich, nichts gegen uns machen kann. So. Also zumindest nicht uns rausnehmen. Das wage ich jetzt mal zu bezweifeln. Und den Walschall wird es auch nicht haben, sonst wäre es einfach gegen Ramaidon gekommen. Ich kann auf Knirscher, denke ich, bleiben. Und Kaiser jetzt einen Kill geben. Auch wenn ich den gerne auch noch Gaudi schenken würde. Aber, vielleicht ist Gaudi tatsächlich noch krasser als Guido. Blitzschlag jetzt, ja. Ist aber physisch. Sollten wir packen. Gott sei Dank spielt er ein physisches Victini. So. Kaiser ist relativ angeschlagen. Bollenhelm macht auch nochmal Damage. Und dann ist Ace down. Wenn ich gewusst hätte, dass Blitzschlag auch Kontakt herstellt und so, dann hätte ich vielleicht sogar auf Morgenraum drücken sollen. Das stimmt. Aber okay, passt. So, Gekko Moria. Damit Gekko Moria mich rausnehmen kann, muss es mich angreifen und bekommt weiteren Bollenhelmschaden. Gehe ich jetzt einfach auf ein Irrlicht und eliminiere das komplett? Oder gehe ich einfach auf den Knirscher? Ich glaube, ich gehe einfach auf den Knirscher, ne? Weil rausnehmen wird er mich, glaube ich, nicht können. Wage ich zu bezweifeln. Und zerstöre damit seinen Fokus, seinen Kostümspuk. Dunkelklaue kommt, wird nicht reichen, oder? Nope. Nope, 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 nope. Okay, Knirscher zerstört dann hier den Kostümspuk und dann ist die Frage. Ich glaube, ich lasse dann einfach Ding sterben und gönne Ramaidon noch den 5. Kill. Ich glaube, so werde ich das machen. Also ich kann jetzt auf Flammenblitz nochmal gehen. Vielleicht outspeeden wir ja plötzlich oder so. Oder er geht auf Schattenstoß. Aber ne, Dunkelklaue kommt. Gut, dann ist Kaiser down und dann gönnen wir den letzten Kill Ramaidon. Gehen wir da auf den... Ne, auf den Kopfstoß gehen wir nicht noch, oder? So als grandiosen Abschluss. Ist halt sehr risky dann. Also es ist so. Wayne, wir können halt mit Voltenso auf jeden Fall gewinnen. Eigentlich können wir den Kopfstoß probieren, so wegen Style-Kill und so. Ja, komm, wenn dann richtig, oder? Kopfstoß, es trifft. Okay, sehr schön. Da kommt nochmal der Kopfstoß und das sollte es gewesen sein mit Mimikma. Und damit holt sich Gigaudi in diesem Kampf 5 fucking Kills. Also bis zu diesem Moment, wo Eve plötzlich alles reingeworfen hat. Er hat ja Visaflor halt sterben lassen, das war richtig. Und dann Zaplarang und Demeteros reingeworfen. Ja. Und damit war halt alles entschieden dann. Ich glaube, da hat er kurz die Konzentration fallen lassen. Oder halt einfach Ramaidon unterschätzt. Aber Ramaidon hat den fucking höchsten Angriff aller nicht-legendären Pokémon. Und ich glaube auch generell
den höchsten. Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, Mega Mewtwo und so könnte noch ein bisschen mehr haben, aber ich weiß es nicht. Okay, dann soll es das gewesen sein für die Liga. Wir haben tatsächlich auch dieses Spiel gewonnen. Das heißt, wir haben ein einziges Mal in der Rückrunde verloren und das aufgrund eines Gen-Fehlers. Aber verloren ist verloren halt, ne? Das passiert. Aber wir haben gesehen, wir können potenziell jeden Einzelnen besiegen. Und genau das müssen wir jetzt eben auch in den Playoffs dann durchziehen. Und dort warten nochmal die härtesten Gegner auf uns. Also, ja, Lorenz, sehr wahrscheinlich, dass wir auf ihn treffen. Cray, sehr wahrscheinlich, dass wir auf ihn treffen. Gegen den haben wir ja verloren in der Rückrunde. Zelos kann auch sehr, sehr gut vorne mitspielen noch. Wird jetzt die Pre-Playoffs sehr wahrscheinlich gewinnen müssen. Deswegen kann da auch durchaus noch LRJ oder Ziel oder Eve oder sowas nochmal nach oben kommen. Aber ich rechne schon tatsächlich, dass wir uns mit Zelos, Lorenz und mit Cray messen müssen. Und ich habe vor jedem Einzelnen Angst. Am wenigsten noch vor Zelos, weil der momentan nicht in Form ist und sein Team das Schwächste von den beiden, von den dreien ist, meiner Meinung nach. Aber ja, gut. Ich hoffe, ihr hattet bis hierhin Spaß an der NPBL und die richtig, richtig, richtig kranke Phase mit dem K.O.-System, die folgt dann in, ich glaube, 2 Wochen. Ich glaube, nächsten Samstag vermutlich wird der Draft sein, wo wir nochmal 1-2 Pokémon austauschen können für eben die Playoffs. Und dann sind erstmal die Pre-Playoffs dran, das heißt, wir haben ein bisschen Pause und dann geht's los mit den Playoffs. Von daher, seid gespannt, drückt uns die Daumen, mal gucken, was wir uns noch so ins Team holen werden. Wir werden sehen. Ramaldon hat durchaus überzeugen können. Also vielleicht wechseln wir das auch nicht raus. Ich bin mir nicht so ganz sicher, Alter. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Und tschüss.